Hallo ihr Lieben. Ja, mein Handy steht heute im Vordergrund und zwar wollte ich euch eine App zeigen, die was mit Nagellacken zu tun hat. Und zwar heißt die App Nail Polishes. Und wie ihr sehen könnt, ich zoome mal ein Stück rein, habe ich da fast alle meine Nagellacke eingetragen. Also das steht jetzt noch bei 135, aber ich habe halt noch so viele, die ich noch gar nicht getragen habe, die ich jetzt zum Geburtstag bekommen habe. Und deswegen sind die noch nicht eingetragen. Und ich habe gedacht, ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar kann man hier oben auf das Plus gehen. Und ich habe mir hier auch schon Nagellack hingestellt. Ja, nehmen wir mal den hier, den von Annie. Da seht ihr auch, was das für eine Bezeichnung hat. Ich mach mal Licht an. So. Das ist die 393 Ruxe Hill. Auf jeden Fall möchte ich die jetzt mit euch zusammen eintragen, damit ihr mal seht, was man mit dieser App so machen kann. Auf jeden Fall klicken wir da drauf, um ein Foto machen zu können. Ja, muss ich PIN eingeben. Und dann machen wir einfach mal ein Bild davon. Ob mit Blitz oder ohne Blitz, müsst ihr selber wissen. So, ich habe jetzt mal ein Bild davon gemacht. Dann speichern. Und meistens sind die Bilder hier oben verkehrt rum und dann müsst ihr die halt noch selber drehen. So, dann könnt ihr hier eingeben, was das für einer ist. Da gebe ich jetzt mal die Zahlen ein und dann den Namen des Lackes. Und dann könnt ihr hier bei Brand könnt ihr eingeben, von welcher Marke der ist. Und dann erscheinen die meisten Marken schon hier automatisch. Dann klickt ihr da drauf. Und dann könnt ihr hier unten halt noch angeben, was ihr denkt, was das für eine Farbe genau ist. Ich mache das aber nie. Und dann hier unten halt noch, was für ein Typ Nagellack das ist. Ob das jetzt ein Hololack ist, Magnetic, Matt. Und all sowas, das gebe ich aber auch meist nie ein, weil das reicht. Und dann ist hier halt noch das Feld Kommentar. Da könnt ihr halt einen Kommentar einfügen. Da könnt ihr halt schreiben, ob der Lack in einer Schicht deckt, ob er schnell trocknet, USW. Mache ich aber auch nie. Ich möchte die einfach nur alle da drin haben, weil wenn ich dann shoppen bin und es gibt neue Nagellacke oder weiß ich nicht, P2 hat gerade das Sortiment umgestellt und dann kann ich halt so einfach mein Handy rausholen und dann kann ich hier oben auf die Suche gehen und dann kann ich hier schreiben, meinetwegen Rock. Und dann sucht er mir alle Lacke, die mit Rock anfangen und dann kann ich halt gucken, ob ich diesen Lack, der bei P2, Annie oder weiß der Geier, wo im Regal steht, ob ich diesen schon habe. Und ich finde die App halt ganz praktisch, aus den genannten Gründen halt, weil ich dann halt im Geschäft gucken kann. Und ich habe diese App, also die Empfehlung von der App habe ich aus der Facebook-Nagellack-Gruppe, wo ich bin. Ich bin da auch nur in einer Gruppe und die ist echt spitze. Seid gegrüßt, Mädels. Und ja, es gibt bestimmt noch viele, die die App nicht kannten. Ich weiß nicht, ob es die auch fürs iPhone gibt. Wenn ihr da was wisst, dann könnt ihr mir das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich werde euch den Link, zum Play Store in die Infobox schreiben, werde euch nochmal den Namen dahin schreiben. Und mich würde interessieren, wie viel Nagellacke ihr momentan habt. Wie gesagt, bei mir steht jetzt 136. Ups. Bei mir steht jetzt 136. Aber ich habe ja noch jede Menge hier rumstehen, die ich noch eintragen muss. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Das war das Alltagsleben mit Moni. Tschüss!